Toll. Es gibt auch größere Leitern. Die größte Sonnenleiter gibt, die ist 62 Meter hoch. Und dann gibt es noch so eine Teleskopmasten, nennt man die. Das ist das, was man manchmal an der Straße sieht, wenn irgendwelche Bäume beschnitten oder so werden. Die höchste in Deutschland ist, glaube ich, 110 Meter. Voll ausgefahren. Die haben auch keine ganz hohen Häuser, oder? Nein, im Industriepark hat man den meisten zu machen. Also, da wird man zwar schräg, aber. Genau, die haben den. Oh Gott. Genau, oder? 23 Meter. Toll. If you say around, around with you. Genau. Wie viel Mal seid ihr da heute hoch und runter gefahren? Oft. Aber dann noch irgendwie mal Tour und mit. Das genau, also hier vorne kann man dann so einen Monitor einbauen, so einen fest eingebauten. Und wenn man dann hier oben zu zweit mit den Atemschutzgeräten, also mit den kleinen Flaschen auf dem Rücken ist, dann wird es echt kuschelig oben. Da hat man meistens noch. Wenn man jetzt eine größere Ränder hat, wo man wirklich Wasser reingeben muss. Dann bleibt es so, dann wird oben weiter Wasser rausgegeben und dann läuft man die Leiter wieder runter. Ja. Und dann kommen dann frische Köpfe, die klettern dann wieder hoch und dann. Wie lange kann ich jetzt aushalten? Ja, man, also Flaschen sind für eine halbe Stunde ausgelegt, aber bei Klettern ist es schwere Arbeit, so 20 Minuten.